Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2 und dem Beagle. Die Antwort hier oben ist sehr einfach. Da hätte ich auch allein drauf kommen können. Ich zeige es euch. Bam! Voll bescheuert, ich weiß. Da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen, frag mich nicht. Das ist privat. Aha. Dann machen wir das doch mal. Gut, dass ich dahin nochmal zurückgegangen bin und mir das geholt habe. Bis jetzt habe ich aber sonst, glaube ich, alles gefunden an Wörtern von diesen, die ich finden konnte. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich finde diese Szene mit dem U-Bahn jetzt bis jetzt so intensiv. Ich kann es einfach nicht anders erklären, als dass ich es super intensiv finde. Das ist creepy. Der Pfad war versperrt. Irgendwie musste ich weiterkommen. Die Lichter würden mir helfen. Aber hier ist ein Raum. Oh, und da ist Heilung. Okay. Die Lichter helfen dir, sag mal. Es ist aber sonst noch. Okay. Bringt mir das was? Ah, ich muss dahinter sein, damit es geht. Okay. Ist ein bisschen creepy, aber ist okay. Wo bin ich denn hier unten? Irgendwo im Nirgendwo. Die Szene mit Alan Wake geht schon echt lang. Initiation. Das falsch gemacht? Okay, Moment. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nee. Aha. Verstehe es nicht ganz. Muss ich jetzt wieder zurücklaufen oder was? Moment, was? Nee. Irgendwas hier verstehe ich nicht. Okay. Oder wartet mal, ich habe eine Idee. Tunnel schön machen. Wieder zurückrennen. Ich habe meinen Timer gar nicht angemacht. Uhrlesen ist schon, Minutenlesen ist schon eine Herausforderung. Jetzt gehe ich hier zurück. Ah, okay. Finde Inspiration in der U-Bahn-Station. Warum? Nein, im Ernst, warum? Gehe jetzt hier lang. Ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Nee. Dann nicht. Dann nicht! Wenn ich da schon die Schatten höre. Das scheint wohl hier ein legitimer Weg zu irgendwas Optionalem zu sein. Klappe. Jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nie, welche Schatten nun gefährlich sind und welche nicht. Hast du gesagt, lass mich sterben? Würde ich. Also, wo war hier jetzt nochmal der Pfeil? Lenkt mich doch nicht ab, das ist so nervig. Ah. Wow.
verschrottete Pistole gefunden. Gut. Ich habe bis jetzt keine Schrotflinte, also bringt mir das nichts. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Da lang. Kann ja sein, aber erstmal, warte mal. Ich habe den einen gefunden. Okay. Was ist denn hier noch? Außer. Ruhig. Das ist Hier wird man ein bisschen bestraft, wenn man sich umgucken möchte. Der Widerhall schien eine Geschichte zu erzählen. Nee. Super. Ich bin den richtigen Weg gegangen. Und trotzdem... würde ich schon gerne wissen. Oh. Oh Gott, das ist so dunkel. Verschwinde. Gut, aber da oben ist so ein Teil, das will ich haben. Worte der Lampe gefunden. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Ich gehe da auch nicht weiter lang. Nee, ich glaube, das wollte er mir zeigen. Okay, geh zurück. Ich will Worte der Lampe benutzen. Will ich das? Nee, warte mal. Creepy, Leute. Es ist so creepy. Und ich habe nur noch eine Tasche, eine Batterie. Okay, warte mal. Was sagt denn die Karte jetzt? Die Karte macht die Fragezeichen weg. Das heißt, ich habe da oben die ganzen Fragezeichen gar nicht gefunden. Ja gut, dann ist das so. Ich bin zwar der Ansicht, dass ich sie schon gefunden habe, aber... ja. Hört auf mit mir zu reden, ihr seid creepy. Handlungsstrang entsteht. Da war eine neue Szene, eine neue Kulisse. Ich mache erstmal Mörderkult und schau mal, wie das aussieht. Die Halle war zum Versteck des mörderischen Kultes geworden. Alan Wake Bücher. Die Kultisten waren jetzt nahe. Eine dunkle Macht aus der Tiefe. Ihre Gesänge wurden lauter. Okay. Aber ich gucke jetzt erstmal. Ich wäre über ein paar Batterien. Nicht Schuss, Batterien. Please. Oh, Batterien, danke. Batterien, 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 danke. Schuss. Ja, vermutlich mache ich die völlig überflüssig kaputt, aber... I don't know. Auf sie zu benutzen. War es die Taschenlampe? Scheiße. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Suche nach dem Kult. Aber was bringt mir das? Nein, ohne Witz, was... Ah, da oben. Dies Ritual wird mich
Der FBI-Mann hat hier etwas gesehen, das ihn zur Flucht trieb. Ob das Beschwörungsritual wirklich etwas Übernatürliches oder die Massenpsychose völlig verklärter Spinner war, die Fakten waren klar. Der Kult beschäftigte sich mit Dingen, von denen man die Finger lassen sollte. Das Ritual war ein wichtiger Teil der Sache. Der Schlüssel, um den Tatort zu erreichen. Da war eine neue Idee. Ein neuer Strang. Dieser Strang würde etwas Schreckliches in der Szene auslösen. Aber die Geschichte brauchte das. Ich habe nur noch eine Batterie. Und dann? Was wollt ihr von mir? Ich nehme mal an, da wo die Ruhe. Was kann ich denn nicht haben? Was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn... Was mache ich denn, wenn meine Batterie alle ist? Rennen? Also in den alten Teilen hat Rennen nie geklappt. In den alten Teilen vor allen Dingen. Ich habe aber im Zweifel, glaube ich, auch noch einfach ein bisschen... Ah, ist das? Ich habe keine Ahnung. Licht, 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 Licht. Batterie? Bitte Batterie. Oh, Batterie. Batterie. Batterie, Batterie, Batterie. Alter. Don't be so creepy. Einfach weiter. Oh, cool. Ich glaube, ich bin zu nah. Worte der Wirkung. Ich bin überrascht, dass ich hier so unglaublich viel aufbessern konnte. Oder bis jetzt hier so unglaublich viel aufbessern kann. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Kann ich das hier auf... Oh, da, guck mal. Batterien. 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 Das ist das Allerwichtigste. Batterien sind hier das Allerwichtigste. Oh, Kacke, ey. Das ist so unheimlich, Leute. Ja, ich vermutlich bin ich schon wieder viel zu verschwenderisch, wenn ich die Schatten da alle wegmache. Aber die machen mir auch eine Heidenangst. Muss ich hin? Da nicht, also gehe ich erst da lang. Doch, da hin. Du bist verloren. Ich bin verloren? Ich glaube nicht. Witzig, das ist wie in den alten Teilen. Sie halten nicht viel aus. Ich bin verloren. Ist hier irgendwas drin? Hier ist nichts drin. Ich habe das für nichts getan. Nee. Ich muss das von außen machen. Na gut. Offenbar nutzten nicht nur die Kultisten die Tunnel.
Versteckte Zeichen führten zu geheimen Routen. Ich hörte bei den Feuertonnen immer wieder Geflüster über eine geheimnisvolle Untergrundorganisation mit geheimem Wissen. Typisch New York. Wake! Das ist mein Problem. Oh, warum müssen die mir eigentlich so nahe kommen? Ja, erwischt. Habe ich aber keine. Oh, die habe ich aus Reflex benutzt, Leute, und nicht, weil das sinnvoll war. Naja, egal. Fuck. Ich wollte es gar nicht machen mit der Lampe. Wo wollen die mich denn jetzt hinhaben? Das ist die große Frage. Ich bin ein Monster. Leck mich. Ausgang? Ja doch, offensichtlich schon. Nee, warte mal. Wie? Ich stelle mich ja ein bisschen doof an, ne? Immer wenn ich den Punkt erreicht habe, gehe ich wieder weg. Bitte? Sagt er sich jetzt so, nee, nee. Ah. Worte der Besserung. Wir haben schon einige Worte der Besserung, ne? Geht's nach oben, ne? Oh, ein Safe Room. Ein Safe Room. Okay. Leute, das ist doch eigentlich ideal, um Pause zu machen. Bis jetzt mag ich... Ach komm, das wollte ich gar nicht. Bis jetzt mag ich sehr... Ich glaube, jetzt kann ich wirklich mal was in den Schuttung packen. Ne? Halt die Schnauze da draußen. Nee. Okay, das geht tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Ja, klar. Okay, ich glaube, das ist in Ordnung. Das lasse ich mir. Die Worte, sagt er. Die Worte. Aber ich muss hier einmal so machen. Das ist heftig. Oh, Leute, die Atmosphäre ist richtig heftig. Wenn ich daran denke, wie das im ersten Teil war, wo es einfach nur stressig war, weil es so viele waren und man gar nicht schnell genug hinterhergekommen ist, mit der Taschenlampe die Gegner wirklich zu Gegnern zu machen, war das halt einfach eine ganz andere Form von Survival-Horror. Es war nicht, also es war schon unheimlich gemacht mit der Dunkelheit und die Story war unglaublich cool im ersten Teil. Aber hier machen die Stimmen einfach was mit deinem Kopf. Und
dass die teilweise die Schatten, du weißt halt nicht, welche Schatten sind welche, die angreifen und welche Schatten sind welche, die nicht angreifen. Also machst du halt alle weg, weil du bist dir nicht sicher. Klar, die Schatten, die dich angreifen, pirschen meistens recht zügig auf einen zu. Aber wenn du das halt auf der Entfernung schon regeln kannst, ist es halt angenehmer, weil die pirschen ja erst auf dich zu, wenn du nah genug an die rankommst. Ich muss sagen, I like that. Auch wenn ich jetzt gehen, es hat nicht mit dem Spiel zu tun, dass ich gehen muss. Es ist creepy. Die Atmosphäre ist richtig, richtig saugeil. Ich bin auch so gespannt tatsächlich, wie es mit Saga weitergeht, weil wir müssen mit ihr ja immer noch Mord aufklären. Ich glaube, dass Alan Wake gerade erzählt, wie er nach draußen gekommen ist, also sprich, wie er zu Saga gekommen ist. Wie gesagt, der Sheriff, das müsste relativ von der Zeitebene, wenn es das gibt in der Dunkelheit, wo die beiden da ja sind, in dem Zeitraum sein, wo Saga gerade Nightingale fertig macht. Aber wie gesagt, der Sheriff ist super entspannt, dass er da ist, ne? Ich würde so gerne, ehrlicherweise, abseits von Control, das hatte ich ja mal angefangen und ich bin im ersten Moment nicht so zurechtgekommen. Ich denke aber, dass ich nach Alan Wake dem Ganzen nochmal eine Chance gebe mit Control, weil ich weiß, dass es ein ziemlich geiles Spiel sein muss, soll. Wurde ja gesagt, ich würde auch gerne Quantum Break oder Quantum Break, das war, glaube ich, mit Erin Ashmore, spielen, weil das soll auch eigentlich ziemlich geil gewesen sein. Kann man ja auf PC mittlerweile auch spielen. Nur da müsste ich halt wieder wie bei Bioshock 1 und 2 meinen Laptop ready machen. Und bei mir tut ja Laptop Dinge beim Spielen, die ich immer sehr weird finde. Wie einfach bei Bioshock 2 abstürzen. Bioshock 2 war für mich das absolut schlimmste Spiel, auf PC zu spielen, das es gibt. Weil egal, ob ich das für mich privat auf PC gespielt habe oder aber für euch aufgenommen habe, irgendwas ist immer passiert, dass das Spiel gesagt hat, fick dich. I don't know why. Ich weiß auch nicht, ob andere diese Probleme auch hatten. Und es waren immer andere Probleme. Also es war jetzt nicht so, als wäre Bioshock 2 nicht kreativ geworden, mich zu ärgern. Also, ihr Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich brauche jetzt erstmal eine Pipi-Pause. Und Atmosphäre hier. Die ist gut, die ist richtig geil. Kann ich nur wieder, immer wieder sagen. Die wirkt. Und habt einen schönen Tag, haut rein.